Hallo meine Freunde, hier ist euer Moderator Dimitri mit dem heiß erwarteten, von euch mega genial unterstützten Interview mit unserem ehemaligen Callcenter-Betrüger aus der Lottomasche. Guten Abend. Ja, hallo Dimitri und hallo liebe Ziegenarmee. Da, grüß die Ziegenarmee, das gefällt mir. Ja, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Wie bist du drauf gekommen, auf meinen eher nebensächlichen Aufruf in Frag die Ziege-Video dich zu melden? Ja, also generell sehe ich und schaue ich halt einfach alle Videos von dir. Geil. Und in dem Video habe ich halt einfach gehört, dass du das gut findest, das zu machen. Und da ich generell halt einfach kein Problem habe damit oder darüber mit dir zu reden, habe ich gedacht, dass ich dich einfach mal kontaktiere. Finde ich geil, hat ja alles super geklappt und dann haben wir ja gesagt, okay, lass uns die Leute fragen, was die wissen wollen, weil ein 5000 Köpfe denken mehr als zwei. Willst du denn so mit der Resonanz von Ziegenarmee zufrieden? Die haben ja einiges geschrieben. Ja, ich finde es super, vor allem du bist ja selbst ziemlich nah immer an der Community selbst dran und ich glaube deshalb ist dann auch die Resonanz selbst von der Community immer relativ hoch, dass dann immer viele Kommentare kommen und bei dem Video ja dann erst recht viele Kommentare und wenn man die Community immer einschließt, dann denke ich mal, hast du die Resonanz immer relativ hoch. Schön, schön. Finde ich auch besonders toll, dass das bei dieser Geschichte geklappt hat, weil ich habe gedacht, komm, da müssen die Leute mit an Bord. Im Endeffekt wollen wir ja die ganze Menschheit oder zumindest die Gesellschaft hier aufklären und je mehr davon mitmachen, desto besser kann das nur werden. Was erwartest du denn von unserem kleinen süßen Interview heute? Also, was ich mir erhoffe von dem Interview ist einfach, dass die Community einfach ein vernünftiges Bild von so einem Callcenter bekommt und auch im Endeffekt weiß, wie es wirklich ist. Klar kann man jetzt meinen Fall nicht auf alle anderen Callcenter, die es gibt, übertragen, aber ich denke mal, dass es ja im Groben relativ gleich ist immer. So, gehen wir mal davon aus. Ich habe ja groß angekündigt, es handelt sich um Lotto und die Fragen sind teilweise sehr, sehr allgemein gestellt gekommen. Ich habe mir Gedanken gemacht, habe versucht, die Fragen alle möglichst so zusammenzufassen, dass ein Großteil der Community-Fragen untergebracht wird. Kann natürlich nicht jeder einzelne jetzt abarbeiten, weil sich eben viele sehr ähneln oder sogar identisch waren. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, oder besser gesagt, hören uns mal an, was die Leute alle so in die Tasten gehauen haben und dann hören wir mal, was du zu sagen hast. Bist du bereit? Ja, klar. Gut, fangen wir mit der wichtigsten der Fragen an. Wieso hast du überhaupt damit angefangen, in so einem Callcenter zu arbeiten? Was hat dich bewogen? Also, es ist ja schon mittlerweile länger her, dass ich das gemacht habe. Das ist mittlerweile 8, 9 Jahre her. Das war so, dass das zu meiner Abiturzeit war. Das heißt, ich habe es eher als Nebenjob gemacht. Ah, okay. 450-Euro Basis. Und da waren zwei Mitschüler in meiner Stufe und mit denen habe ich zufällig drüber gesprochen, dass ich einen Nebenjob suche und die beiden haben halt in diesem Callcenter gearbeitet und sagten dann einfach, ja, wir sind in einem Callcenter und das sucht halt immer wieder Leute und dass ich mich einfach mal da vorstellen könnte, was ich dann auch im Endeffekt getan habe und ja, dann habe ich halt eben kurzfristig da angefangen. Ah, dann haben die beiden dich im Endeffekt dahin vermittelt oder wärst du auch auf, sag ich mal, über Zeitung oder Arbeitsamt darauf aufmerksam geworden oder war das so hinter der Hand vermittelt? Also das war jetzt nur durch die beiden Leute. Ich weiß nicht, ob dieses Callcenter auch Werbungen per Zeitung oder sonstiges rausgehauen haben, da. Aber das war jetzt rein durch die beiden Kollegen. Gut. Und jetzt hatten wir ja am Anfang schon gesagt, das ist die Lottomasche gewesen. Ist das Einzige, was ihr da telefoniert habt? War das ein spezialisiertes Callcenter oder hattet ihr, so wie wir das immer wieder haben, einen Tag arbeiten die für WWF, andere Tag wollen sie Strom verkaufen, nächster Tag Hundefutter? Also in diesem Fall war das wirklich so, dass wir zu meiner Zeit wirklich rein Lotto verkauft haben. Ah, okay. Callcenter, also ich kann auch gerne sagen, es war in Oberhausen. Ich habe damals in Oberhausen gewohnt. Da. Das hieß der Deutsche Lotto Pool. Ich weiß aber nicht, ob das Ganze noch existiert oder nicht. Okay, können wir ja mal im Laufe des Gesprächs vielleicht nebenbei gucken. Okay, wenn da nur eine Geschichte telefoniert wurde, wie viele Leute sind da gesessen, außer dir und deinen beiden Schulfreunden?
Also schätzungsweise in einer Schicht, denke ich mal, so knapp 30 Leute. Ah, also kein Also kleines Callcenter. nö, also das war, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass das in Schichten war. Ich war Ja. ja eben, da ich das neben meiner Schule gemacht habe, war ich ja logischerweise dann eher im Nachmittagsbereich dann dort. Da. Weiß dann aber auch, dass vorher, vor mir dann welche auch da gearbeitet haben. Da hat man dann mal die Plätze dann quasi übernommen. Ah, ich verstehe. Andere waren dann halt eben Vollzeit da und die waren dann halt fast den ganzen Tag dort. Und ja, ich denke mal, so in einer Schicht waren dann da knapp so 30 Leute. Also ich Ja. habe jetzt nie nachgezählt, aber würde ich jetzt so roundabout schätzen. Ja, das ist doch mal eine schöne Einschätzung, dass man mal so grob einen Überblick hat, von welchen Volumen anrufen, von welchen Volumen möglichen Umsatz wir reden. Und ist dir da denn direkt bewusst gewesen, dass du da jetzt im Endeffekt kalt die Leute anrufst und denen Lotto andrehst? Oder haben die das als serious Business verkauft am Anfang? Anfangs war mir das nicht bewusst, dass ich was Illegales mache. Ich war jetzt nicht extrem jung, aber mit den 17, maximal 18 Jahren, die ich da war, Da. habe ich da gar nicht groß drüber nachgedacht, bin ich ehrlich. Aber es wurde mir auch definitiv nicht gesagt, dass es irgendwie illegal ist oder dass ich irgendwas mache, was halt nicht okay ist. Na, da sind im Endeffekt dann nicht nur die Leute am Telefon reingelegt worden, sondern auch ihr, weil ihr gar nicht wusstet, was ihr macht. Im Endeffekt würde ich sagen, ja. Also ja klar, ein gesunder Menschenverstand sagt dann halt im Laufe der Zeit, irgendwas ist da nicht richtig. War ja bei mir auch der Fall. Da. Aber definitiv wurde halt nicht von Anfang an gesagt, dass es wirklich rein was Illegales ist. Na, da werden ja wahrscheinlich auch einige schon abspringen. Gerade wenn man hört, so Abiturjahrgänge, da hat man ja eigentlich noch was vor mit seinem Leben und ja auch eigentlich so im Kopf das, was man braucht, um was Gutes zu machen. Und da würden wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, einige sagen, ne, lass das mal, ich suche mir doch was anderes. Wie hat denn die Masche funktioniert, mit der ihr angerufen habt? Ist das so geschickt gemacht gewesen, dass dir das erst nach einer Weile aufgefallen ist? Also ich bin ehrlich, ich habe zu der Zeit nie groß mit irgendwelchen Telefonbetrügern, Telefonmaschen oder sonstiges was zu tun gehabt, habe auch nie groß was davon gehört. Da. Ich kannte es rein, also von mir persönlich nicht. Ja, ich habe da nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Also es ist dann im Laufe der Zeit aufgefallen, dass man ja wirklich Leute anruft, weil man hat ja dann Telefonate geführt, wo die Leute ja in der Regel halt nicht gerade glücklich darüber waren, dass man sie anruft. Kann ich mir Man hat vorstellen. von Mal zu Mal einfach, also von Telefonat, von Tele zu Telefonat hat man halt einfach immer mehr gemerkt, irgendwas ist da nicht richtig, ne? Da. Und Und so hat sich dann langsam der Zweifel bei dir eingeschlichen. genau, also aufgrund dessen. Und natürlich waren da auch ein paar einzelne Telefonate bei, die halt sehr extrem waren und Okay. die dann für mich dann teilweise auch sehr entscheidend waren, dass ich dann halt nach der Zeit in den Entschluss gefasst habe, das Ganze nicht mehr weiterzuführen. Da bin ich ja schon mal sehr gespannt auf die Geschichte. Aber bevor wir jetzt so ganz in die Details gehen, wie hat eure Masche als sich denn funktioniert? Habt ihr da einfach angerufen, sagt, hey, hallo, möchtest du mal Lotto spielen? Oder habt ihr irgendeinen Aufhänger gehabt, um die Leute eben ins Gespräch, ins Verkaufsgespräch zu verwickeln? Wie habt ihr das angestellt? Also generell, wir hatten auf jeden Fall einen Gesprächsleitfaden. Der berühmte. Den haben wir dann als DIN A4-Seite ausgedrückt bekommen und quasi als Vorlage da gehabt. Daran sollten wir uns halten. Es war aber in dem Fall nicht so, wie zum Beispiel in vielen deiner Anrufe, dass wir das vorlesen sollten, sondern wir sollten frei erzählen, aber die bestimmten Punkte, die dort aufgelistet waren, die sollten wir darin verpacken. Ich verstehe. Und so ist halt das Telefonat dann abgelaufen, ne? Dass man quasi die Einleitung hatte, Hauptteil, Abschluss, ne? Da. Und dann eben die prägnanten Wörter und prägnanten Sätze musste man halt eben mit reinbringen. Ich verstehe.
Und im Endeffekt hast du dann einfach angerufen und sagst, hallo, ich möchte dir gerne Lotto verkaufen, möchtest du das haben? Oder habt ihr auch irgendwie, ja, sie haben gewonnen oder sie dürfen jetzt mal 2 Monate testen. Was ist euer Aufhänger gewesen? Nee, das war so, dass wir angefangen haben von wegen, die haben ja angeblich schon mal mit uns gespielt. Ah, ich verstehe. Und, ja, jetzt geht's quasi in die zweite Runde und ja, so. Quasi so die Masche von wegen, ihr wart ja schon mal dabei und habt ja angeblich gute Erfahrungen gehabt. Ah, ja, okay. Und da dann auch wieder eben so die gedankliche Legalität für den Arbeiter dort, der denkt, okay, das sind Bestandskunden, mit denen ich telefoniere. Mit Bestandskunden darf man ja in meisten Fällen telefonieren. Und dann ist dir so langsam bei diesen ganzen Gesprächen durch den Kopf gegangen, das kann gar nicht so stimmen, wie das da los ist, da? Genau, weil dann halt nicht nur ein Angerufener gesagt hat, ich kenne euch gar nicht, sondern halt auch mehrere. Ne? Und wie gesagt, ich erzähle dann gleich noch ein, zwei Dinge, die sehr krass sind. Ja, das ist halt von Mal zu Mal halt immer auffälliger geworden. Und das war halt auch eine Geschichte, dass ich das erstmal nicht gedacht habe, dass es illegal ist. Ne? Wie du schon sagtest, ja, man dachte ja, man ruft einen Kundenstamm an sich an, richtig, den man schon hatte. Ganz schön perfide, wenn man schon die eigenen Leute betrügt, wer kann dann erwarten, dass den Angerufenen gegenüber ehrlich umgegangen wird? Definitiv. Liebe nette Leute, und wenn ihr da angerufen habt, musstet ihr Fake-Name benutzen oder habt ihr eure echte Name verwendet in eurem speziellen Fall? Also es war eigentlich das allererste, was passiert ist, als du in dem Callcenter angefangen hast, da hieß es, such dir einen Namen aus. Das merkt man ja immer. Das war quasi schon, du hast angefangen und erst, was dir gesagt wurde, such dir einen Namen aus. Ich kann sagen, das war zu der Zeit, ich glaube, da war irgendeine EM oder WM, die stattgefunden hat. Da. Und da mir in dem Moment nichts einfiel, habe ich mich einfach Michael Klose genannt. Also quasi also Klose war das Erste, was mir einfiel, ne, habe ich das als Nachnamen genommen. Und das war quasi das Erste, was gemacht wurde, sucht dir einen Fake-Namen aus. Da. Nur diesen durfte man sich melden. Aber ich glaube, dein ausgesuchter Fake-Name passt so ziemlich ins Fake-Namen-Profil, weil wenn du sonst mal in den Gesprächen hörst, die Leute nennen sich ja oft Sommer oder Frühling, Sonnenschein, Blau oder Grün, alles, was bei den Menschen irgendwie mit was Positivem verbunden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass du während WM-Zeit mit deinem Namen auch nicht schlecht angekommen bist. Ja, definitiv. Also ich fand's auch immer, ich find's generell halt einfach nur bekloppt, dass halt jeder Zweite, der dich anruft, einfach Meier heißt, wie du schon sagst. Da. Und auf sowas hatte ich halt keine Lust. Und das Erste, was mir halt eingefallen ist, was jetzt nicht standardmäßig ist, war halt ein Klose in dem Moment. Ja, war ja kein schlechter Gedanke, obwohl die Arbeit an sich da schon schlecht war, aber du hast was Gutes draus gemacht. Wenn ihr also schon so Vorgaben hattet, wie Name etc. aussuchen, dann hattet ihr ja bestimmt noch so neben Leitfaden auch andere Regeln. Haben die denn bei euch mitgeschnitten, Gespräche mitgehört und sowas, um mal zu gucken, wie ihr euch so macht? Wie man das auch bei mir immer mitbekommt, dass da irgendeiner mit drinnen hängt, so Stasi-like? Also das wurde uns nicht gesagt, also deswegen kann ich das nicht hundertprozentig mit richtig oder falsch beantworten. Da. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass abgehört wurde. Da. Ich fange mal quasi ganz von vorne an. Ja, bitte. So die ersten ein, zwei Tage, also die Male, die man angefangen hatte dort, ich hatte dann 2 Tage Einarbeitungszeit und sehr an diesen beiden Tagen. Ja, und an diesen beiden Tagen hat man halt neben einem bereits existierenden Mitarbeiter, der schon ein bisschen länger da war, gesessen und zugehört. Verstehe. Ja. Hat dann halt quasi nebenbei so den Leitfaden ein bisschen gelernt, hat man gelernt, wie die anderen so reden und so weiter. 2 Tage ist auf jeden Fall eine extrem lange Zeit, ist fast wie eine Ausbildung. Und am zweiten Tag habe ich neben einem meiner beiden Schulkollegen gesessen und dieser war halt so ein kleiner Lustigen und hat halt dann das ein oder andere Mal auch beim Telefonieren dann so ein bisschen Scherze gemacht, ne, dass er ein, zwei lustige Anrufe gemacht hat und die sind halt sofort aufgefallen. Das heißt, da stand dann der Chef halt direkt hinter uns und sagte von wegen, dass er mich ernsthaft einarbeiten soll und bin dann auch weggesetzt worden von ihm. Ne, und klar, in meinen Augen kann er das halt nur mitkriegen, indem er halt sich irgendwie in die Telefonate einklinken kann. Das ist richtig.
Interessant, das auch mal live bestätigt zu bekommen. Ich meine, wir haben das ja selber schon gehört, wenn die ganze Zeit im Hintergrund hörst du flüstern und der alte Herr Maulwurf sagt schon immer, er hört Stimmen und irgendwann ist der Typ am Telefon. Nein, ich habe nicht zugehört. Nein, würde ich niemals machen. Ah, ja, so genau. Sind sie. So sind sie. So, dann hast du die Leute dran, hast dich mit deinem Fake-Namen gemeldet, hast denen erzählt, ja, sie haben ja schon mal Lotto bei uns gespielt. Was würdest du sagen, ja, wie viele von 100 sind drauf reingefallen? Boah, das ist schwer zu sagen. Grobe Schätzung, also, oder von 10, wenn das einfacher ist. Ich kann dir sagen, also in ein so einer Schicht von mir, die waren ja dann eher kurz, da ich das ja nur nebenberuflich gemacht habe, so, ja, lass mich nicht lügen, so 4 Stündchen vielleicht, 3-4 Stündchen, da, wenn man dann so 5, 6, 7 Leute hatte, ist das schon ganz gut gewesen. Leute hatte am Telefon oder Abschlüsse? Nee, Abschlüsse. Ja, das ist doch schon mal eine Menge dafür, dass man das nur nebenbei macht. Rechne das mal auf einen hoch, der Vollzeit macht und davon lebt. Da ist die Motivation ja wahrscheinlich auch noch ein ganz anderen. Definitiv. Aber wobei ich sagen muss, also ich habe überhaupt nicht auf Provisionsbasis gearbeitet. Ich habe rein Stundenlohn gehabt. Da. Ja. Damit sind wir auch bei der Frage schon angekommen. Das war so, glaube ich, mit die meistgestellte Frage, ob Festlohn oder Provision. Weißt du denn, also, ob andere Kollegen von dir auf Provisionsbasis gearbeitet haben? Also ich habe mich einmal mit einem Kollegen von mir dann unterhalten. Der war dann auch schon langjähriger Mitarbeiter dort und auch Vollzeitmitarbeiter. Und von dem weiß ich, dass er zu seinem Stundenlohn, also dann einen etwas niedrigeren Stundenlohn hatte und zusätzlich halt Provision. Oh, weißt du, in welcher Höhe? Nee, das weiß ich nicht. Habe ich auch nicht nachgefragt. Na, schade. Das wäre noch interessant gewesen. Vielleicht findet sich ja nochmal jemand, der uns mit dieser Information versorgen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch, denke ich mal, von Branche zu Branche, sag ich mal, unterschiedlich ist. Ob du jetzt irgendwie Lotto verkaufst oder ob du jetzt Hundefutter verkaufst oder sonstiges. Ich denke mal, dass das da so ein bisschen variieren würde, ne? Klar, der ein oder andere hat am Telefon zwar schon mal was zu mir gesagt, aber ich denke nicht, dass die mir irgendwas Wahres sagen, außer aus Versehen mal. Ja. So ist das mit denen. Was hast du denn gemacht? Sagen wir 7, 8 Leute bei 4 Stunden, dann waren ja auch ein paar dabei, die gesagt haben, nein, das will ich gar nicht haben. Wie wurde dann auf Kunden, die jetzt gar nicht auf dein Angebot eingehen wollten, Druck ausgeübt, so von Leitfaden her oder sonst? Wie gab es da so irgendwie, ja, dann wird das automatisch verlängert oder sie kriegen das einfach per Rechnung? Wie habt ihr versucht, die zu überzeugen? War das eher so unterschwellig? Habt ihr gedroht? Was habt ihr gemacht? Also gedroht haben wir nicht. Hätte ich auch nicht gemacht. Das hätte ich nicht mit mir selbst vereinbart, bin ich ehrlich. Also wir haben einfach rein versucht, dann wirklich mit Argumenten das die Leute zu überzeugen. Da. Ist aber auch so gewesen, wenn die Leute das nicht wollten, haben wir sie einfach quasi auch nochmal anrufen eingestuft. Da. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit wurden sie einfach nochmal angerufen. Also ja, das ich habe quasi kein Nein akzeptiert. Genau, also es gab 3 Möglichkeiten. Also entweder Abschluss, jemanden nochmal in die Warteschleife mehr oder weniger reinzulegen und einmal komplett rauszunehmen. Aber die einzige Bedingung, bei der man jemanden komplett rausnehmen durfte, ist, wenn er verstorben war. Na, alles andere nicht akzeptabel, sondern musste halt nochmal angerufen werden. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Rhythmus dann derjenige nochmal angerufen wurde. Ja. Aber er wurde dann quasi nochmal reingelegt in die Warteschleife. Na, das ist doch auch eine Form von Druck. Und an so einem Beispiel, finde ich, sieht man dann gut, dass ich nicht übertreibe, wenn ich die Leute vor diesem Datenfall im Internet warne, wo man nicht mehr rauskommt. Der Kollege hier ist ein gutes Beispiel. Gut, die Leute werden nicht mit dem Tod bedroht, aber die werden so lange angerufen, bis sie vielleicht irgendwann mal Ja sagen. So kann man das auch machen. Habt ihr dann, mit Ausnahme dieser Geschichte, dass die Leute schon mal gespielt haben bei euch, habt ihr denn gezielt gelogen, um Abschlüsse zu bekommen? Habt ihr zum Beispiel, es war ja Lotto, hohe Gewinnchancen, hohe Gewinnsummen, wiederkehrende Gewinne, bla 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 versprochen oder eine Geld-Zurück-Garantie, wie das viele Lotto-Betrüger machen? Gab sowas bei euch auch, solche Totschlag-Argumente, wo die Leute eigentlich fast gar nicht Nein sagen können? Ich bin ehrlich, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr komplett klar dran erinnern. Okay. Aber ich weiß, dass es halt verschiedene Pakete in Anführungsstrichen gab, also eine bestimmte Spieldauer, die dann halt bestimmte Monatsbeiträge hatten.
Und wenn ich mich recht erinnern kann, war das dann auch so ähnlich wie bei den ganzen anderen Anrufen, die du kennst, dass gesagt wurde, hier habt ihr dann eine Chance von 97%, aber bei dem Paket habt ihr eine Chance von 95%. Ist aber im Endeffekt ja halt eine Verarsche, das wissen wir ja alle. Vor allem, das Ganze heißt ja auch Deutscher Lotto Pool. Das heißt, du wirst ja in einen Pool geschmissen mit anderen Mitspielern. Und das heißt, wenn du da was gewinnst, hast du das ja geteilt mit, ich glaube, das waren 250 Leute, irgendwie roundabout sowas. Und der im Endeffekt, der Gewinn, den du hattest, wenn du was gewonnen hättest, das ist ja Eurobeträge. Also ist im Endeffekt ist kein individueller Lottoschein verkauft worden, sondern die Teilnahme an eine sogenannte Spielgemeinschaft, richtig? Richtig, genau. Ah, ich verstehe. Und sag ich mal, für diese Mini-Gewinne, die man, wenn man überhaupt etwas gewinnt, bekommen hätte, welche Kosten sind den Leuten im Gegenzug pro Monat ungefähr entstanden? Weißt du das noch? Wenn ich ehrlich bin, habe ich die nicht mehr im Kopf. Wenn ich jetzt eine Zahl sagen würde, müsste ich lügen. Müsste ich jetzt gerade euch enttäuschen. Tut mir leid. Da. So eine ungefähre Ahnung, weiß ich, man, bei mir sind das ja meistens irgend sowas um die 100 Euro, die du im Monat, oder 60 Euro, irgendwas sowas, das du im Monat bezahlen sollst. Das wird ja also bei euch dann wahrscheinlich nicht viel anders gewesen sein. Ja, also ich glaube, das war auch so eine Abstufung von 50, 75, 100, sowas in dem Rahmen. Ne, dass das quasi so drei Pakete zur Auswahl wären und dann hat man verschiedene hohe Kosten. Aber wie gesagt, ich müsste jetzt echt lügen, wenn ich sage, ich weiß noch die genauen Zahlen. Ja, das ist schon in Ordnung. Alles gut. Zu lange her. Aber so von der Erfahrung her, die du da gesammelt hast und vom Wissen, das du hast, ist der eingesetzte Betrag im Vergleich zu dem, was man rein theoretisch gewinnen könnte, wahrscheinlich deutlich höher. Ja, definitiv. Also, es ist ja allen bewusst, dass es halt Verarsche ist, auf gut Deutsch gesagt. Sie machen oder geben dir eine Gewinngarantie. Und für die ist ja schon ein Gewinn, wenn du einen Cent zurückbekommst. Das ist ja schon ein Gewinn. Richtig, in deren das Augen. Ist das. Genau so ist das. Das heißt, du musst halt nur einmal irgendwas treffen, kriegst dann diesen, weiß ich nicht, die 200 Euro eventuell mit durch 250 geteilt, hast dann im Endeffekt, keine Ahnung, irgendwie 90 Cent oder sowas. Und ja, das ist dein Gewinn. Traumhaft, dafür lohnt sich das doch aufzustehen, arbeiten zu gehen und das Geld an die Lottofirma zu geben. Ist doch eine schöne Sache. Ah, ist das toll. Dass ich bei dir ja dann doch relativ frühe Zweifel eingeschlichen haben. Wie hast du dich denn nach so einer erfolgreichen Abzocke gefühlt? War das so geil, ich hab das geschafft? War das eher so, ja, okay, ab zum nächsten oder dann wirklich schon so, ja, was habe ich da jetzt gemacht, so in Richtung Schuldgefühle? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Also anfangs, wo ich jetzt noch nicht so durchschaut hatte, war das dann eher wirklich so ein, ja, cool, ich habe es geschafft. War man dann eher so ein bisschen stolz drauf, weil man war ja auch komplett neu, ne, und wollte halt einen guten Job machen. Weil man ja dahingehend, oder ich bin halt dahingehend dann auch ehrgeizig, wenn ich was mache, dann möchte ich es gut machen. Als man aber halt mehr und mehr gemerkt hat, worum es geht, hat man sich natürlich auch dementsprechend schlecht gefühlt. Da. Und deshalb bin ich ja dann auch dementsprechend halt ausgestiegen, weil ich konnte es halt einfach mit mir einfach nicht mehr vereinbaren. Weil ich halt gemerkt habe, oder je öfter ich habe wirklich vor allem die älteren Leute angerufen habe und immer vor allem die älteren Leute mir dann halt auch sehr leid taten, habe ich irgendwann gesagt, nee, das kannst du nicht mehr machen. Zumal, also bei mir war das so, als ich angefangen habe, der Druck von dem Teamleiter war noch nicht sehr hoch. Da. Ne? Und ist dann halt so von Woche zu Woche halt ein bisschen höher geworden. Ah. Das heißt, es wird halt immer wichtiger, halt auch wirklich Abschlüsse zu erzielen. Na, du hattest am Anfang noch so Welpenschutz und dann haben die Messlatte höher gelegt. Genau, ne, dass man halt erstmal so den Flow finden musste, man ist reingekommen, hat sich dann gefreut, wenn man halt dann schon mal einen Abschluss hatte. Nur irgendwann wurde es halt immer mehr als Druck, sag ich mal, auch wirklich einen Abschluss zu machen. Ne, und deshalb hat man auch irgendwann halt einfach nur noch gehofft, boah, bitte jetzt mal einen dabei, der auch wirklich das Ganze abschließt. Einfach nur dann, um den Teamleiter, sag ich mal, zufriedenzustellen und auch wirklich nicht Angst um seinen Job haben zu müssen.
Na, also war das schon wirklich harter Erfolgsdruck bei euch. Hattet ihr so diese berühmte Abschlusstafel, was man so aus vielen Dokumentationen im Fernsehen kennt? Oder hattet ihr so andere Mittel, um zu zeigen, ja, der hat so und so viel, der hat so und so viel? Gab es da irgendwas bei euch? Ja, das war sehr lustig. Und zwar also wenn wir jetzt mal über die Räumlichkeiten sprechen, Da gerne. es war halt ein extrem großer Raum, also ein Großraumbüro. Das heißt, du saßt da wirklich Platz an Platz mit den anderen Mitarbeitern, Da. hattest dann so Tischreihen, ähnlich wie so ein Klassenraum, nur Verstehe. größer. Und ganz vorne war halt eben der Eingang und über dem Eingang war ein sehr großer Fernseher. Ah. Da wurden halt immer dann die Namen angezeigt, die halt gerade den letzten Abschluss gemacht haben. So die letzten 3, 4 Leute wurden angezeigt und witzigerweise wurde dort der Fake-Name, den du angegeben hast, angezeigt. Das heißt, wenn ich den Abschluss gemacht habe, dann stand da halt Michael Klose. Das fand ich halt ganz witzig. Hab aber mal jetzt vor kurzem mal ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen zum Schutz ist. Ne? Weil wenn das zum Beispiel jemand abfotografieren würde, kann uns keiner was, weil die Leute existieren ja nicht. Hätte jetzt mein richtiger Name gestanden und das jemand abfotografiert, wäre es natürlich dann irgendwie kritisch gewesen. In Ne? der Tat. Das fand ich halt ganz lustig, dass dann die Fake-Namen aufgeschrieben wurden. Dann konntest du ja auch immer nur so erahnen, wer das war, weil man ja nicht alle Fake-Namen von allen wusste. Das ist ein schöner Insider. Sowas habe ich auch noch nicht gehört gehabt. Wenn du jetzt sagst, dass das vielleicht so ein bisschen zur Sicherheitsvorkehrung war, weißt du von strafrechtlicher Verfolgung gegen deine Firma? Gab es da mal irgendwelche Probleme? Keine Ahnung, Razzia oder Post von Anwalt oder dass der Chef Telefonnummer, Masche oder irgendwas geändert hat? Hast du mal mitgekriegt von außen, dass denen Druck zuteil wurde, gegen den sie irgendwie angehen mussten? Es war so, dass ich, nachdem ich dort aufgehört habe, mit der Firma absolut gar nichts mehr zu tun hatte. Ich habe auch ehrlich gesagt mit den Kollegen aus der Stufe, die mich dazu vermittelt hatten, sage ich mal, darüber auch gar nicht mehr gesprochen, weil ich habe das komplett abgehakt. Es war nichts für mich und mit sowas wollte ich halt nichts mehr zu tun haben, habe mich auch nicht mehr informiert oder sonstiges. Also es war für mich Geschichte und weiß auch von nichts, was halt in der Vergangenheit dann mit dem Callcenter passiert ist. Ist vielleicht auch besser so. Ist das denn gut? Du bist jetzt relativ kurz da gewesen, aber konntest du problemlos gehen oder hat man da auch noch mal versucht, so zum Abschluss, aber halt bloß die Schnauze, vergiss, was du gesehen hast, sowas in die Richtung oder konntest du einfach gehen, wie bei normaler Arbeitsplatz? Also ich für mich konnte gehen. Also mir hat niemand gedroht oder sonstiges. Ich hätte mich aber auch nicht bedrohen lassen. Also es war einfach, ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr und dann war das in Ordnung. Also der Teamleiter, ich gehe mal davon aus, dass er das ja auch schon kennt, weil rein von der Fluktuation ist natürlich ist mit im Callcenter relativ hoch. Da. Ich habe in der Zeit habe ich auch viele Leute kommen und gehen sehen, vor allem halt so Leute wie ich, die das Ganze nur als Nebenjob gemacht haben. Und ich gehe mal davon aus, dass der Chef das halt gewohnt ist, dass er dann nach kurzer Zeit schon die Leute halt gehen lässt. Und bedroht oder sonstiges wurde ich gar nicht. Naja, bleibt ihm ja auch Aber nichts anderes übrig. Wenn die Leute nicht mehr wollen, dann wollen sie nicht mehr. Bist du denn, bevor du gegangen bist, ein guter Verkäufer in Anführungszeichen gewesen? Oder wo würdest du dich so im Flow da einordnen? also ich glaube, für jemanden, der halt das Ganze zum ersten Mal gemacht hat und auch relativ jung war, weil ich war ja, glaube ich, als ich angefangen habe, sogar unter 18. Da, auch noch. Ja, ich glaube sogar, dass ich da halt mit 17 schon gearbeitet habe. Ich kann es nicht wirklich belegen. Wie gesagt, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Richtig. Aber ich meine, ich war noch minderjährig, als ich dort gearbeitet habe. Wird ja Was immer aber auch keine besser. Rolle. Bitte? Das wird ja immer besser. Hast du Arbeitszeugnis von da? Das können wir uns angucken. Ich glaube, das wäre nicht so gut ausgefallen, weil ich ja schon, ich glaube, nach 2 Monaten war das ungefähr, dass ich dann ja gegangen bin. Ich glaube nicht, dass die mir ein Arbeitszeugnis ausgestellt hätten. Na, was sollen die da auch reinschreiben? Hat erstklassigen Betrug geleistet. Weitere Empfehlung an Don Corleone. Genau. Schöne Sache, schöne Sache. Aber ich hätte ja sagen können. Ah, diese Leute, diese Leute.
Wo wir gerade bei Leuten sind, vorhin sagtest du, dass du vor allem bei den alten Leuten langsam mal so ein bisschen Mitgefühl gekriegt hast. Weißt du denn, ob speziell alte Leute oder speziell bestimmte Zielgruppenpersonen angerufen worden sind oder ob die einfach irgendeinen Pool hatten, aus dem immer wieder rausgefischt wurde? Also das war wirklich rein komplett irgendein Pool. Also das war wirklich alles von 8 bis 100 war alles dabei. Alles klar, die Also haben alles mitgenommen, was sie kriegen konnten. Weißt also du komplett. zufällig, oder hat dir mal jemand erzählt, wo diese in Anführungszeichen Kundendaten denn herkommen? Nein, da habe ich auch ehrlich gesagt nie nachgefragt, weil ich Ja. ja eigentlich der Meinung war, dass es wirklich Stammkunden sind. Hab mir keine Gedanken drüber gemacht, aber ich schätze mal, dass es genau das gleiche ist wie bei allen anderen Callcenter, dass sie das aus dem Internet irgendwo rausgefischt haben und verkauft haben. Selten ist es anders. Schade, da hätte ich mir jetzt wirklich mal noch so Bang erhofft. Aber was soll's? Ja, Also, das ich Problem ist glaube. halt, Ja. wenn du rein halt telefonierst, dann hast du ja wenig mit dem Background zu tun. Na, du machst halt stumpf deine Telefonate Richtig. und ne, man kriegt halt nicht viel aus dem Hintergrund mit. Ne, und das ist dann halt natürlich ja ein bisschen blöd, dass ich euch da nicht ganz so viele Informationen geben kann. Also ich finde da, dafür, dass du da gar nicht so lange warst und dafür, dass wir das so relativ spontan machen, kommt hier sehr, sehr viel Input zusammen, den wir sonst eben wirklich immer nur aus den Videos gezogen haben. Wenn da einer sich mal versprochen hat oder du das Lachen in der Stimme gehört hast, wenn du ihn genau solche Sachen gefragt hast, man konnte immer nur mutmaßen. Heute haben wir Fakten von einem, der dabei war. Klar, die Branche ist groß, es gibt zig verschiedene Maschen, Dutzende, Hunderte verschiedene Callcenter, aber der Ablauf ist ja eigentlich oft identisch. Von daher ist das schon sehr gut, was du uns bringst, finde ich. Also das Witzige ist, was mir halt immer wieder auffällt, egal ob das jetzt vor der langen Zeit ist, in der ich das gemacht habe, oder halt eben jetzt, wenn du jetzt angerufen wirst, Da. es ist das Gleiche. Faktisch sind die Telefonate an sich das Gleiche. Die Masche ist die Entschuldigung. gleiche. Anscheinend läuft es ja. Leider. Leider. Da. Ja. Und anscheinend sind die Leute früher drauf reingefallen, genauso wie sie jetzt drauf reinfallen. Na klar, das eine Callcenter hat halt da ein bisschen mehr reingepackt in die Sätze, dass das nochmal so ein bisschen verleitet. Ne? Die anderen haben dafür andere Sätze, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Das ist wohl richtig. Man hört ja, wenn du jetzt, ich habe ja auch den ein oder anderen Lottobetrug, wo sich hier 4,7 Milliarden Euro versprechen auf irgendwie 3 Millionen Teilnehmer oder sowas. Wenn du das heute so hörst, hat sich die Masche im Groben und Ganzen wahrscheinlich nicht viel geändert, oder? Das ist richtig, das ist an sich genau das Gleiche, leider. So nach Und dem Motto Never Change Your Scamming System haben die das einfach beibehalten. Denken neue Leute, woher sollen die das kennen? Gibt es ja noch nicht so lange, dass darüber wirklich aufgeklärt wird von zivilgesellschaftlicher Ebene. Vielleicht kriegen wir ja, das ja irgendwann kaputt. und das Schlimme ist ja auch, gerade hier im Zeitalter der Digitalisierung und wo halt ja wirklich fast jeder einen Computer hat. Richtig. Und die Anbieter von Gewinnspielen und weiß ich nicht was, Apps und schieß mich tot, die sind ja so rasant nach oben gestiegen, dass halt einfach die Leute, die halt dieses Häkchen setzen, sagen, ja, ich bin mit den Datenschutzerklärungen und AGBs und so weiter einverstanden, die dann halt automatisch angerufen werden, die Zahl, die steigt ja einfach. Ne? Und Richtig. deshalb ist leider das Ganze auch sehr lukrativ. Das scheint sich zu lohnen. Mitarbeiter Dreckslohn und Chef macht die große Kohle, aber das kennen wir ja. Ja, Lief der Chef da definitiv. selber rum oder hat er sein Teamleiter gemacht? Also ich kannte nur den Teamleiter. War ein komischer Typ. Man dachte halt zuerst, er ist so ein Kumpeltyp, kam halt da rein. Das Witzige war ja, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt jetzt, Bewerbungsgespräch, das war so, ich habe weder Unterlagen mitgebracht oder sonstiges. Ich habe mich halt dann da in den Raum gesetzt mit dem Teamleiter. Da. Habe halt zwei Worte mit dem gewechselt, hat der gesagt, ja, du bist engagiert. Also ich so, okay, ich kenne aber nichts, ich habe noch nie sowas gemacht. So, ja, egal, kann jeder. Gut, habe ich das Ganze halt unterschrieben und konnte dann quasi schon anfangen zu arbeiten, so stumpf Immerhin, gesagt. das ging ja schnell. Er dann, ja,
Und im Endeffekt dachte man, er ist so ein Kumpeltyp, weil er sagte dann auch direkt, ja komm, wir duzen uns und weiß ich nicht was, war auch relativ nett am Anfang. Verstehe. Und dann, wie ich vorhin schon angedeutet habe, da der Druck dann so ein bisschen stieg, wurde er auch ein bisschen anders. Ja. Ne? Das heißt, er wurde einem auch unsympathischer. Und okay. Was ich immer ganz krass fand, so 2-3 Mal in der Schicht kam er dann immer so aus dem Büro rausgestürmt und dann schrie er halt von wegen, ja, so Leute, brauchen wir halt nochmal Abschlüsse und so weiter. Und das schrie er halt richtig. Und ich glaube auch, dass die Kunden das dann in dem Moment am Telefon gehört haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Man hört die im Hintergrund ja öfter mal rumschreien. Ja, definitiv. Also so ein ganz komischer Typ war das. Also man dachte halt, so ein Kumpeltyp. Er hat sich dann aber auch nur in meinen Augen halt so verkauft, als wäre einer. War aber dann im Endeffekt, je näher man ihn kennenlernt und je länger man dann dort arbeitete, wurde er halt ja unangenehmer, sagen wir mal so. Ah, okay. Quasi mit jedem Tag höhere Anforderungen, oder wenn das Gesamtcenter die Anforderungen nicht geschafft hat, haben alle Druck gekriegt, quasi so auf die Gemeinschaft, dass der eine auch noch auf den anderen Druck ausübt. Ja, genau. Ansonsten hast du halt gemerkt, ob halt ein Tag gut war oder ein Tag schlecht. Wäre ein Tag schlecht, hatte er auf jeden Fall um einiges schlechtere Laune, als wenn wir einen verkaufsstarken Tag gehabt hatten. Also ja. Hat es komplett auf seine Laune abmünzen können. Gut, gut, gut. So ein Typ war das also. Mal abgesehen von dem komischen Teamleiter, wie hat sich denn so die Belegschaft zusammengesetzt, so von Alter, von Arbeit, falls du dich mit anderen unterhalten hast? Ist das so wie heute, dass man da sehr viele Personen aus Ostblock und aus den südlichen Ländern hat? Kannst du dazu was sagen? Also bei uns war das wirklich auch so eine bunte Tüte, sag ich mal. Da, da war wirklich alles mit vertreten. Hauptsächlich waren es aber wirklich Leute wie ich, die das Ganze eben als Nebenjob gemacht haben, eher jüngere Leute, die das dann neben Studium oder sonstiges gemacht hatten. Ja, das war einfach alles mit dabei. Ne? Aber Altersdurchschnitt war dann schon eher jünger. Was ist der? Und der Kollege, neben dem ich damals saß, das war auch fast der einzige, den ich kannte, bis auf die anderen beiden aus der Schule. Ja, also ein ganz komischer Typ. Also an sich war er relativ sympathisch. Nur so Sachen halt von wegen, in der Pause hat er dann zufällig nicht mehr mit mir gesprochen, weil dann die anderen Leute halt dabei waren, die ich dann gar nicht kannte. Hat er sich halt so gar nicht mehr mit mir abgegeben, sondern halt nur, wenn ich dann neben ihm saß. Ja, war halt alles irgendwie komisch. Also ich persönlich habe mich da recht anonym gefühlt, da. Ne, weil ich halt fast mit niemandem irgendwie gesprochen habe oder Kontakt hatte. Weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass ich irgendwie der Neue war, oder weil die Leute sowieso wussten, ja, die hauen sowieso bald wieder ab, warum soll ich die groß kennenlernen? Da, verstehe, verstehe. So, was habe ich denn hier noch Wichtiges auf der Liste? Da. Wie war das denn, wenn ihr einen Abschluss gemacht habt? Gab hinterher von Chef irgendwie nochmal den berühmten Kontrollanruf mit Bandaufnahme, oder wie liefen die Abschlüsse bei euch? Das Ganze, also es gab Kontrollanrufe, aber die waren dann halt nicht vom Chef, sondern von der berühmten Kontrollabteilung. Also räumlich gesehen setzte sich das so zusammen, dass wir halt dieses große Großraumbüro hatten, und außerhalb dieses Büros war halt sowas wie eine, ich sag mal, sah so aus wie eine Rezeption, ne, kennt man, wenn man im Arzt reinkommt oder ähnliches. Die war aber nicht wirklich für den Empfang da, sondern für den Kontrollanruf. Das heißt, da saß dann eine Dame, und die hat dann jeweils die Leute angerufen, wo wir vorher eben die Abschlüsse mitgemacht hatten. War sehr seriös. Also ja. Sehr. Was habt ihr denn gemacht, wenn Leute widerrufen haben? Hast du das mitgekriegt, dass dann irgendwie Teamleiter zu dir kam und sagt, du hast, keine Ahnung, 4 Stornos reinbekommen, hast du schlecht verkauft? Gehörte das auch mit dazu? Also mir ist das in der Zeit, glaube ich, nicht passiert. Okay. Ich glaube aber, dass das Ganze dann schon einen auf den Deckel bekommen hat, gehe ich mal von aus. Und gerade halt für die Leute, die
auch mit auf Provisionsbasis gearbeitet haben, ist ja klar, dass die dann halt für diesen einen dann die Provision halt abgezogen bekommen. Ah, okay. Diese tiefen Abgründe werden immer tiefer. Ich bin hier über eine sehr schöne Frage gestolpert, die ich jetzt fast übersehen hätte. Da würde ich gerne nochmal dir die Frage reingeben. Wenn es die Lebensumstände erfordern würden, zum Beispiel Familie muss versorgt werden, bla bla bla, würdest du so einen Job nochmal machen? Also nicht in dem Outbound, so wie ich gearbeitet habe. Also nicht, dass ich die Leute anrufe, definitiv nicht. Das werde ich mit meinem Gewissen nicht nochmal vereinbaren können. Und gerade jetzt, wo ich mehr als genau weiß, worum es geht, würde ich das Ganze nicht nochmal tun, nein. Also ich glaube, es gibt immer andere Mittel und Wege, dass man Geld verdient. Und gerade wenn man halt nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, hat man irgendwie die Möglichkeit, anders Geld zu verdienen. Und da muss man, denke ich mal, nicht in solche ja, Machenschaften dann wieder mit reingezogen werden. Da, und irgendwann würdest du meine Telefonleitung kreuzen und glaube, du würdest schrecklich grüßen. Also wenn ich dich irgendwann mal wieder dran habe, Lehr, dann komme ich dich jagen. Ja, kannst du gerne machen, weil das wird nämlich niemals passieren. Das weiß ich doch. Oder ich gehe zumindest schwer davon aus, weil du hast ja die Szene verraten. Du bist jetzt ja Erzfeind Nummer 1 wahrscheinlich morgen. Hast du schon Pitbull gekauft? Ja, du kannst mir deinen ja einmal leihen. Möchtest für so ein du, Jahr. Möchtest du Ganze lieber so. Hitler oder lecker Hühnchen ausleihen? Ja, ich muss ja jetzt, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich Hitler haben möchte, ne? Das ist Fangfrage, wie bei der am Telefon, wo ich gesagt habe, mögen Sie Hitler, und die nicht wusste, ob ich den Hund oder den echten meine, aber sie mochte beide. Von daher ist in Ordnung. Du verweigerst die Antwort aufgrund der Gefahr, dich selbst zu betasten, zu belasten. Genau. Ich verstehe. Ah, wie betrachtest du denn so, wenn du jetzt mal zurückblickst auf dein junges Ich von damals, wie man das so aus den Filmen kennt, wie betrachtest du denn deine Arbeit heute von dort aus gesehen, von hier aus gesehen? Ja, also es gibt, also ich bin einer, wenn ich Dinge tue oder sage, dann stehe ich dazu. Ich stehe auch dazu, dass ich das Ganze gemacht habe. Sonst würde ich jetzt nicht mit dir reden. Ist aber halt eine der Sachen in meinem Leben, die, wenn ich die ändern könnte, dass ich sie auf jeden Fall ändern würde. Ich bin, sag ich mal, nicht stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Aber ich glaube, die Tatsache, dass ich halt nicht wirklich wusste, worum es geht, aber die Tatsache, dass ich halt ausgestiegen bin, als ich das Ganze durchschaut habe, zeigt ja, dass ich glaube, ich nicht ganz so ein schlechter Kerl bin. Oh, das hast du süß gesagt. Vielleicht kriegst du von einer der Zuhörerinnen ein kleines Küsschen. Wusste deine Familie denn, was du machst, dass du das machst oder in welchem Umfang das ist? Hast du da mal erzählt, was da abging? Also meine Eltern wussten, dass ich halt einen Nebenjob habe und dass das auch ein Callcenter ist. Aber ich habe, da ich halt selbst nicht sag ich mal, das Ganze von Anfang an durchschaut habe, habe ich das ja auch nicht als negativ dargestellt. Deswegen habe ich das eigentlich als was Positives dargestellt. Und ich glaube, dass auch generell so zu der Zeit halt diese Betrugsmasche noch nicht ganz so groß war und ganz in aller Munde war. Und deshalb, ich glaube, meine Eltern haben sich da auch nicht Schlimmes bei gedacht, sagen wir mal so. Okay. Also wenn meine Eltern sind was Legalität und so weiter angeht, sind die auch ganz vorne mit dabei, von daher. Ah, okay. Nicht gezwungen worden. Ich verstehe. Und jetzt, wo du, sag ich mal, selber mit drin gesessen hast, wo du auch mitkriegst, wie wir das hier so machen mit den ganzen Betrügern, wie reagierst du denn, wenn du so Abzockanrufe bekommst? Bist du auch schon mal in die Ehre gekommen? Ich hab mal bei dieser, also mir diese App runtergeladen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich glaube, diese TV Smiles. Okay. Die wird ja immer bei ProSieben oder sowas immer groß beworben oder wurde mal, dass man da irgendwie so Punkte sammeln kann, wenn man da irgendwie Werbung hat. Ja, ich kenne das. Und dass man da was gewinnen kann. Habe ich dann bei einem Gewinnspiel mal mitgemacht, weil ich dachte, das ist vielleicht nicht ganz so unseriös. Da. Bin dann aber schon am nächsten Tag zigmal angerufen worden,
bin aber nicht einmal dran gegangen. Ich habe direkt die Nummern blockiert, weil ich in der Regel jemand bin, wenn ich eine Nummer nicht kenne, dann google ich die einmal. Wenn ich dann sehe, oh Alarm, dann blocke ich die halt direkt. Gesprochen habe ich eigentlich so gut wie noch gar nicht mit denen. Na, Ignoranz kann ja auch eine starke Waffe sein. Wenn du Nein sagst, können die sich getriggert fühlen und denken, den rufen wir wieder an. Wenn du die Nummer blockierst, was wollen sie machen? Eben, also das Ganze ist auch schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr her. Da. Hab seitdem, ich glaube, das ist dann irgendwie so 2-3 Wochen lang so gelaufen, dass sie versucht haben, mich anzurufen. Nur dann habe ich gar keinen Anruf mehr bekommen, weil die wohl gemerkt haben, dass sie bei mir absolut nicht durchkommen können, weil ich wirklich alle geblockt habe. So, muss man auch mal machen. Hast du die chinesische Telefonmauer aufgebaut? Genau. Wie ist das denn bei euch in der Firma gewesen mit dem Anrufen? Ihr habt da ja wahrscheinlich nicht gesessen und getippt, das lief ja wahrscheinlich auch alles über den Computer mit Dialer. Genau, also wie die wie das Programm heißt das, oder hieß, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Alles gut. Aber das war wirklich so, du hast halt ein Datenblatt bekommen von jemandem. Da stand dann halt schon mal Name und Adresse und sowas drauf. Das Ganze müsstest du dann halt ausfüllen, ne, mit den Bankdaten und so weiter. Die muss man ja dann auch im Laufe des Gesprächs erfragen und so weiter. Dann kann man entweder das Ganze im Endeffekt halt abschließen, eben wieder in die Warteschleife legen oder halt komplett rausnehmen. Und wenn du, sobald du halt quasi auf fertig drückst, ne, egal in welcher Hinsicht jetzt von den dreien, dann kriegst du halt direkt schon das nächste Datenblatt von dem nächsten Kunden. Schlag auf Schlag. Halt, genau, kannst dann halt per Knopfdruck kannst du anrufen und auch per Knopfdruck kannst du dann eben auflegen. Also ihr durftet auch selber auflegen bei euch? Ja. Also in der Regel natürlich... Da, bitte. In der Regel natürlich warten, bis der Gesprächspartner auflegt, ist ja klar. Da. Aber ich hatte natürlich die Möglichkeit aufzulegen. Ich warte hier immer noch, es gibt ja so ein paar Callcenter, die haben ja in den Richtlinien stehen, dass sie das nicht dürfen. So einen möchte ich gerne mal dran haben, auch dem erzähle ich meine Lebensgeschichte als Herr Maulwurf. Schön. Jetzt hast du ja richtig, richtig schön viel Scheiße da erlebt, hast so Kopfkino durchgemacht, dass das alles gar nicht so toll ist, wie du dir gedacht hast. Irgendwann wusstest du, okay, das ist wohl wirklich illegal, das ist wohl wirklich betrügerisch und dann machen die mir auch noch Druck und Terror. Wann ist der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, blöd, leck mich am Arsch, ich gehe nach Hause? Ich glaube, einer deiner Leute aus der Community hat ja auch gefragt, ob ich mich an ganz krasse Anrufe erinnern kann. Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber wenn das zusammengehört, bastelt das genau, das gehört zusammen. Nämlich zusammen. Und zwar, es gibt genau drei Anrufe, die ich noch heute weiß, als wäre sie wäre sie erst gestern stattgefunden. Oha. Hätten sie erst gestern stattgefunden. Und zwar, klar, man hatte leider viele Leute am Telefon, beziehungsweise versuchte jemand anzurufen, die verstorben waren. Doch war das halt bei einer Älteren so, dass ich versucht hatte, ihren Mann anzurufen. Der war auch schon oder wäre schon sehr, sehr alt gewesen. Da. Und habe halt die die Witwe, sag ich mal, gefragt dann, ob der Herr halt zu sprechen ist. Und sie sagte mir dann halt mit einer ganz zittrigen und traurigen Stimme, dass er halt schon verstorben sei. Oh. Und bettelte mich quasi schon an, sie endlich rauszunehmen, weil so viele Leute und andere Callcenter sie belästigen, weil sie halt, weil die Telefon gar nicht mehr stillsteht. Da. Und ja, das tat mir halt sehr, sehr leid und tat mir auch so ein bisschen weh und hab natürlich ohne zu meckern oder sonstiges sie sofort rausgenommen, weil mir das natürlich auch selbst halt ein bisschen leid tat. Verstehe. Das war so der erste Anruf, der mir so ein bisschen nahe ging. Ansonsten der nächste Anruf, der mir noch näher ging, da wollte ich auch einen Herrn anrufen, der aber eigentlich noch gar nicht so alt war, so mittleren Alters. Da ging dann ein kleines Kind am Telefon, nachdem ich dann auch nachfragte, ob derjenige da sei, sagte mir dann eben das kleine Kind, dass derjenige verstorben ist. Und ja, wenn mir so ein kleines Kind sagt, dass sein Papa gestorben ist, dann ja. Wenn dir das egal ist, dann bist du, glaube ich, ein schlechter Mensch. Und mir ging das halt auch sehr nah. Und das war dann halt auch mit einer der Gründe, warum ich dann
mit aufgehört habe, weil sowas, mit sowas komme ich dann auch, oder möchte ich dann auch nicht zu tun haben. Verstehe. Genau, das war so das zweite. Und der dritte Anruf, der ist jetzt zum Glück nicht ganz so traurig. Das war eine Mutter, hatte ich dran, die dann Leid klagte, weil ihr Sohn bei zig Gewinnspielen mitgemacht hat und sich in ganz vielen Umkosten geschmissen hat und Schulden geschmissen hat, weil er einfach alles, was er am Telefon hatte, einfach mitgemacht hatte. Dass die Mutter halt mich auch bat, endlich aufzuhören, weil sie halt so viel Schulden haben und so weiter, habe ich dann natürlich auch ohne Wenn und Aber natürlich rausgenommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das funktioniert nicht mehr. Also irgendwas kann da nicht richtig sein. Und Leute verarschen, damit komme ich eigentlich nicht klar. Da muss ich einmal kurz einhaken. Du hast gesagt, du hast sie rausgenommen, weil sie dich darum gebeten hat, obwohl deine Richtlinien ganz klar sagtest, du sind nur, wenn die Leute sterben. Hast du für solche Sachen Probleme gekriegt oder ist das nicht kontrolliert worden? Das wäre mir auch in dem Moment egal gewesen. Klar, es wurde mal nachgefragt, aber dann habe ich halt einfach gesagt, diejenigen sind verstorben. War mir dann auch egal, hätten die mich auch gerne für bestrafen können, hat mich nicht interessiert, weil so viel Empathie habe ich, dass ich den Leuten halt nicht noch mehr antue, als sie sowieso schon halt durchmachen mussten. Das scheint ja einiges zu sein, was man da so mitbekommt. Ich frage ja auch gerne mal nach den schlimmsten Erlebnissen und die Leute sind immer am Rumdrucksen, da ist bestimmt noch mehr, als die mir erzählen. Also ist das ja, bei dir dann im Endeffekt so die Mischung aus... ja, diesem Leid, das dir da so entgegenschlägt von den Leuten, so dem Druck und dem Ebben, dem Gefühl, dass das wirklich illegal ist, wo du dann irgendwann gesagt hast, nein, das geht so nicht. Genau, also vor allem die Geschichten, die ich dir gerade erzählt habe und dann halt die Tatsache, dass wirklich so viele Leute halt sich aufgeregt haben. Also du hast ja öfter auch mal die Leute gefragt, die dich angerufen haben, ob sie halt sehr positive Leute anrufen oder eher mit negativen Reaktionen rechnen müssen. Richtig. Und die meisten sagen, ja, die meisten sind positiv, so ein paar sind negativ. Das ist völliger Bullshit. Die sind durchweg alle richtig stinkig, wenn du die anrufst. Außer 80% oder mehr? Mehr. Also außer die Leute, die du irgendwie rumkriegst und die wirklich dann das Ganze abschließen, sind fast alle anderen einfach nur angepisst von dir. Ne, und das ist halt auch, und das schlägt ja auch auf deine Laune wieder. Weil ich bin halt ein Mensch, ich fühle halt mit und ich habe, wie gesagt, schon Empathie. Und wenn du halt dauerhaft mit schlecht gelaunten Menschen redest und halt nur schlechte Laune wiederkriegst, ist ja klar, dass du da nicht glücklich bist. Das kann ich verstehen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man sowas jahrelang mitmacht. Und ich glaube nicht, dass ich das heute geändert hat, dass die Leute glücklicher sind, wenn sie angerufen werden. Eher im Gegenteil. Na, jetzt mit der immer stärker werdenden zivilgesellschaftlichen Aufklärung kann ich mir vorstellen, dass die ein richtig schweres Leben haben. Trotzdem arbeiten ja heute noch so viele Figuren, wie ich immer am Telefon habe. Im In- und Ausland scheinbar immer noch zigtausende Leute jeden Tag 8 oder 10 Stunden vor diesem scheiß Bildschirm. Du, der das jetzt geschafft hat, da rauszukommen, was würdest du den Leuten raten oder sagen wollen, die heute noch in deinem ehemaligen Beruf arbeiten? Fällt dir da was ein, was man denen auf den Weg mitgeben könnte? Ja, also ich glaube, das größte Problem von denen, dass das wirklich entweder wirklich kaltherzige, nicht so gute Menschen sind. Du darfst hier frei sprechen. Na gut, sagen wir mal, dass das wirklich kaltherzige Arschlöcher sind, denen das wirklich am Hintern vorbeigeht, was Leute wirklich für ein Leid haben und dass sie die Leute wirklich krass abziehen. Oder entweder, dass sie wirklich das absolut nicht checken, weil die relativ dumm sind, dass sie halt wirklich jeden verarschen. Ich würde halt einfach raten, wirklich mal das Ganze zu reflektieren und wirklich mal drüber nachzudenken, was zum Teufel mache ich da? Ne, warum sind die Leute alle angepisst, die ich anrufe? Warum habe ich so einen Druck auf der Arbeit, warum muss ich Abschlüsse machen und so weiter. Aber ich glaube, und da bin ich fest von überzeugt, die Leute, die das langjährig machen, die wissen, was sie tun und sie machen das einfach, weil sie kaltherzig sind. Und das finde ich halt schade. Und in meinen Augen sollte man halt
viel mehr Selbstreflexion einfach mal durchführen und mal das Ganze ein bisschen durchdenken und gucken, was man da wirklich macht. Das sind weise Worte. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass gerade beim Thema Selbstreflexionen, dass da wahrscheinlich durch dieses Coaching und was auch immer die machen, dass dieser eventuell Selbstzweifel, das kommt, dass das gleich wieder weggelenkt wird von den Leuten. Weil die wollen ja ihre Leute behalten, wenn die erstmal was können. Da wird wahrscheinlich ja entgegengearbeitet, oder? Kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass mittlerweile ja die meisten Leute eher auf Provisionsbasis arbeiten in solchen Instituten. Und ich denke, dass viele Leute dann natürlich auch von der Kohle so ein bisschen heiß gehalten werden. Ne? Weil je mehr Abschlüsse, klar, umso mehr Kohle hast du. Klar, und Geld stinkt nicht. Und wenn man dann noch so seine moralische Rechtfertigung hat, die man sich irgendwie zurechtlegt, dann kommt noch der Druck dazu und man weiß, okay, ich habe jetzt betrunkenen Mann, alte Mann, Mann, der kann nicht so gut Deutsch sprechen und dann, klar, ist leichte Beute, außer man landet bei Dimitri und seinen Freunden. Also ich kenne das halt aus eigener Erfahrung. Am liebsten hat man natürlich die älteren Leute, weil die älteren Leute natürlich lieber auf das Ganze reinfallen. Da hat man sich natürlich dann immer so ein bisschen mehr gefreut, wenn man halt eher die älteren Leute anrufen konnte. Also ist es damals schon so das Lieblingsbeuteschema gewesen? Definitiv, definitiv. Das hat sich nicht geändert und wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ja. Obwohl ich auch viele, viele ältere Zuschauer habe, ist vielleicht an diesem Punkt angebracht. Ich habe von einem älteren Herrn, der hat, das muss ich jetzt erzählen, das passt hier so wunderbar rein, der schrieb mich an, liebe Telefonziege, hat mich gesiezt und hat um einen Rat gefragt, ob Webseite XY seriös ist, wollte mit Umfragen ein bisschen Geld verdienen. Also die Leute fangen an, sich Gedanken zu machen. Ich habe ihn dann aufgeschlüsselt, warum der da die Finger weglassen sollte von... Aber sie sind sehr leichtgläubig, die Leute. Je älter sie werden oder desto jünger sie sind. Ja, definitiv. Also da ist natürlich das leichteste Beuteschema. Auf jeden Fall. So ist das. Und gerade halt auch, wie ich ja vorhin schon mal angedeutet hatte, mehr Leute sind im Internet. Dementsprechend sind auch mehr ältere Leute im Internet. Das heißt, die Rate der älteren Leute, die man anrufen kann, der Prozentsatz geht ja auch höher. Das heißt, es gibt immer mehr Opfer in dem Sinne, die man halt hat. Und das ist halt schade. Und das ist aber in der heutigen Zeit natürlich viel einfacher für die Unternehmen. Da. So ist das. Mensch, weißt du, jetzt haben wir fast eine Stunde schon voll. Ich könnte mich ganze Nacht weiter unterhalten. Da kommt so viel zusammen. Aber ich würde sagen, wir haben die Community-Fragen haben wir soweit durch. Ich hatte, wie gesagt, ich hoffe, dadurch fühlt sich keiner ausgegrenzt. Alle Sachen so ein bisschen zusammengefasst, weil manche Fragen kamen 10, 15 Mal in verschiedener Schreibweise mit kleinen Ergänzungen hier und da. Und ich denke, ich habe das mit unserem Kollegen hier relativ gut zusammengefasst. Darf ich dir jetzt noch ein paar persönliche Sachen um die Ohren hauen? Ja, sehr gerne. Ich bin für alles offen. Oh, das sage ich Dorian, der kommt zu dir heute Nacht. Nein, so böse bin ich nicht. Erstens wollte ich wissen, wie bist du auf die Telefonziege aufmerksam geworden? Wie bist du auf dem Kanal gelandet? Wenn ich ehrlich bin, ich bin zuerst beim Callcenter-Fan gewesen. Da? Da wurde mir dann irgendwann unten bei YouTube wurde mir halt dein Video vorgeschlagen. Das habe ich mir dann angeschaut und das fand ich halt extrem gut, dass ich dann mittlerweile jedes einzelne Video bzw. jeden einzelnen Anruf, den du irgendwann mal hochgeladen hast, komplett angehört und durchgehört habe. Sogar die ganz langen? Ich habe alles komplett durchgehört, wirklich alles. Fanboy Blair, nimm doch ein Beispiel an dem Mann. Also ich mache das sehr gerne, dass ich mein Handy einfach auf den Tisch lege, wenn ich koche oder wenn ich mir einfach nur die Haare mache oder sonst was. Ich mache einfach deine Videos an, beziehungsweise die Anrufe und lasse sie dann im Hintergrund laufen, weil das ist für mich eigentlich eine ziemlich gute, guter Entertainment-Faktor, den ich halt immer gerne dann im Hintergrund dort laufen habe. Und deswegen finde ich es im Moment sehr, sehr cool, dass du viele neue Videos bringst, weil ich dann auch immer viele neue Videos habe, die ich dann im Hintergrund abspielen kann.
Das ist schön. Gewöhn dich dran, das soll so bleiben, soweit es meine Zeit eben zulässt. Ja, das ist schön, das freut mich auf jeden Fall. Und ich Mich denke mal, auch. die anderen Leute natürlich auch. Ich gehe davon aus. So, jetzt haben wir ganz viel Input von den Leuten an dich gehabt. Gibt es irgendwas, das du jetzt speziell der Ziegenarmee noch sagen möchtest? Meinst du jetzt in Bezug auf Callcenter Ganz generell oder generell, in die Bezug Leute auf die haben dir viel Spieler? Input gegeben, es war auch ein bisschen Quatsch dazwischen. Möchtest du irgendwas sagen in die Richtung der Zuhörer, die sich jetzt eine Stunde lang angehört haben, wie wir so ein bisschen die Seele eines Callcenter-Menschen erforschen? Ja, also generell hoffe ich, dass ihr nicht ganz so ja, schlecht über mich denkt und dass ihr mich auch nicht ganz so runtermachen werdet in den Kom in der Kommentarspalte, weil ich glaube, so ein bisschen habe ich auch gezeigt, dass ich ja nicht so ein schlechter Kerl bin und hoffe einfach, dass das Ganze noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Ich denke mal, das meiste konnte man sich ja vorher schon mal denken und jetzt hat man halt noch mal so eine kleine Bestätigung von den meisten Sachen. Vielleicht das ein oder andere war dann vielleicht so eine kleine Überraschung. Richtig. Aber im Endeffekt, glaube ich, war das halt für alle Beteiligten vielleicht mal eine interessante Sache. Und im Endeffekt freue ich mich auf jeden Fall, dass ich das Ganze mit euch machen durfte und bin halt offen für Weiteres und ja, bin gespannt, was alles noch folgen wird auf deinem Kanal. Wow, und ich bin sehr gespannt, wie unser Interview bei den ganzen Zuschauern ankommt. Sowas hat es noch nicht gegeben in der Abwehrbranche, soweit ich weiß. Und schauen wir mal, vielleicht meldet sich jetzt der ein oder andere, der auch sagt, okay, ich habe Ähnliches erlebt, ich bin vielleicht mal in einer längerfristigen Anstellung oder vielleicht sogar mal in irgendeiner Managing-Position gewesen. Da würde ich mich sehr freuen, vielleicht können wir dieses Format ja zur Tradition machen, weil ich finde, das ist neben den Anrufen, kannst du mit solchen Dingen perfekt aufklären. Da sitzen Leute, die haben das selber gemacht, die sagen, wie funktioniert das, wie kann man dagegen vorgehen, was kann man machen und so weiter und so fort. Und man hört auch mal den Menschen hinterm Telefon. Das kannst du ja mit denen, die da sitzen, nicht machen, weil die ja im Hintergrund jemanden haben, der zuhört. Auf jeden Ja. Fall extrem, extrem geil. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Leute reagieren. Ich ziehe mir schon mal den Helm auf, bin mal gespannt, ob die Leute sagen, ich bin zu lieb zu dir gewesen. Schauen wir mal, was kommt. Ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall. Danke, dass ich die Chance hatte und ja, wünsche dann allen in dem Sinne natürlich noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer das Video kommen wird. Das Video kommt, gut, jetzt kann ich es sagen. Guck mal, wenn die Leute sich das anhören, dann fühlen die sich wie in die Vergangenheit zurückversetzt. Das Video kommt Freitag 18 Uhr. Je nachdem, wann ihr das jetzt anhört, könnt ihr euch überlegen, wann hat Dimitri das wohl aufgenommen. Derjenige, der in den Kommentaren richtig rät, wann ich das Video aufgenommen habe, kriegt eine 10 € PaySafe-Karte. Und jetzt habe ich eine Ansage gemacht. Darf ich auch mitmachen? Ne, das wäre ja unfair, Blä. Dann gehst du ja wieder zu deinen Wurzeln zurück. Und die Leute hier dann zu zocken. Ich hab gesagt, dann kriege ich dich. Ah, super Sache. Liebe Freunde, wir freuen uns auf viele Kommentare, auf viel Feedback, auch gerne zu dem, wie unser Kollege, finde ich, sich sehr vollumfassend von dem ganzen Scheißdreck distanziert hat. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Für mich war das eine mega geile Erfahrung. Ich bin hier die ganze Zeit gesessen mit bisschen flauen Magen, mit so bisschen Fuß am Wackeln, weil das für mich auch völlig neue Situation ist. Wenn die Callcenter-Leute anrufen, dann sitze ich da, hab Füße oben und laber schon so relativ routiniert meinen Quatsch runter. Aber das war heute wirklich bombastisch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Dann wünsche ich dir jetzt auch noch einen schönen Abend. Dir auch, Dimitri. Vielen Vielen Dank. Dank. Das wird dann ja.